Ist eine Hausgeburt nicht irgendwie gefährlich und was ist überhaupt, wenn da etwas passiert? Ich spreche heute mit der wundervollen Hausgeburtshebamme Maria Lederer über alle Themen und alle Fragen rund um das Thema Hausgeburt. Herzlich willkommen, Maria, und herzlich willkommen alle, die gerade zuschauen. Maria ist Hausgeburtshebamme. Ich finde das Thema Hausgeburt unglaublich interessant und spannend. Und da ich ja auch mentale Geburtsvorbereitung gebe, kommt das Thema Hausgeburt auch hin und wieder mal auf. Und und ich finde das so wichtig, auch einfach mal über dieses Thema zu reden, weil es da tatsächlich einige Vorurteile gibt, einige Mythen vielleicht gibt. Und deswegen haben wir uns ja heute hier verabredet sozusagen bei dir in der Praxis. Magst du dich kurz vorstellen, wer du bist, was du tust? Also, du bist Hebamme. Genau. Ja, ich bin die Maria Christina Maria Lederer und bin seit 1994 fertige diplomierte Hebamme. Habe das Diplom in Salzburg in Österreich absolviert. Und habe dann einen sehr langen Weg als Hebamme durchlebt, auch in verschiedenen Stationen, auch von einem großen Zentralkrankenhaus über ein kleineres Krankenhaus und dann am Schluss auch in einem ganz kleinen Privatkrankenhaus. Das waren 8 Jahre lang, wo ich in dieser Privatklinik gearbeitet habe und das war auch schon ein neuer Schritt eben, ganz alleine mit den Frauen die Geburt so zu betreuen. Und das war aber ein Wahlkrankenhaus, wo dann am Schluss auch dann zur Geburt auch der Arzt dazugekommen ist. Ja. Ja. Und dann habe ich einen ziemlichen Lebenseinschnitt gehabt. Also ich habe mich auch schon, bin lange Jahre auch auf einem sehr spirituellen und meditativen Weg unterwegs. Und die Frage von Leben und Tod oder Geburt und Tod hat mich immer, das war immer sowieso eine treibende Kraft in mir, dem irgendwie wirklich tiefer auf die Spur zu kommen. Und das hat mich dann wirklich 2012 eben hierher nach Mecklenburg-Vorpommern geführt, zu einem Ort eben nach Gutsraunsdorf. Das ist jetzt ein modernes Kloster, was für mich jetzt so eine innere Stätte von mir selbst irgendwie darstellt. Und dann bin ich eben 2012 nach hierher gekommen und habe dann aber ganz was anderes gearbeitet eben. Habe dann 4 Jahre in diesem Kloster oder in diesem spirituellen Zentrum auch in der Gästebetreuung gearbeitet und in der Hauswirtschaft. Und war auch sehr eingebunden in der Meditation, in der täglichen Meditation. Und 2016 hat es dann wieder eine Veränderung gegeben und ich bin dann 2016 wieder für eine 9-monatige Zeit nach Österreich zurückgekehrt. Also wie wenn ich nochmal zu diesem Ort zurückkehren musste, um dann da wieder in meinen Beruf einzusteigen als Hebamme. Habe dann dort 9 Monate wieder gearbeitet auf der Wochenbettstation als Hebamme. Und dann war aber irgendwie klar, dass mein Herz oder meine Seele oder mein Wirken einfach hier im Norden ist und bin wieder hierher gekommen. Und seit 2017 bin ich jetzt hier auch als Hebamme tätig. Und habe ab 2017 dann auch noch einmal hier vor Ort eben so alle Stationen von großem Krankenhaus, kleinem Krankenhaus, bis jetzt eben letztendlich dann wirklich in die Freiberuflichkeit, in die Hausgeburtshilfe. Ja, also. Und ich bin auch sehr dankbar, auch diesen Weg auch durchschritten zu haben, um auch zu sehen, was es für verschiedene Möglichkeiten gibt, auch Kinder zu gebären, was wir für Vorstellungen haben darüber, wie auch eben diese Vorstellung oder die Bilder uns auch ja sehr prägen und von dem her wir ja auch den Geburtsort ja auch wählen. Also das heißt, es ist eigentlich selten oder es ist nicht so einfach, wirklich eigentlich wieder zurückzuspüren, was
was wir wirklich wollen, ja, was wirklich die Art und Weise ist, wie ich mein Kind gebären, ja, möchte, sondern ja, wir sind sehr stark einfach von Bildern geprägt, mhm, von Familienstrukturen und Meinst du jetzt mit Bildern, die uns mitgegeben wurden, ja, über Familienkonstrukte oder, ja, oder meinst du tatsächlich auch Bilder wortwörtlich betrachtet im Sinne von, wenn ich mir jetzt einen Film anschaue oder eine Serie anschaue und da kriegt eine Frau irgendwo ein Kind, meinst du auch solche Bilder oder? Ja, also das ist ja so, dass es ja in uns eben auch eine Kraft gibt, die sehr, mhm, dankbar solche Bilder annimmt, mhm, um irgendwie auch einen Bezug herzustellen, mhm, oder irgendwie auch eine Sicherheit zu gewinnen, ja, sage, ja, ich jetzt mal. Und das ist eben oft die Krux, dass, mhm, wir sehr stark mit unserer Aufmerksamkeit dann nach außen gehen, mhm, und uns dann anhaften an irgendwelchen Bildern, die wir sehen, mhm, und dann das dann glauben, dass das auch die Realität ist, ja, und was halt dann nicht konform geht oder nicht übereinstimmt mit dem, was jetzt vielleicht mein wirklich intuitives Gefühl, mhm, sagt, so, ja, weil ich glaube letztendlich, dass in jeder Frau ganz eine natürliche Kraft fließt oder dass, mhm, es ganz eine natürliche Kraft gibt, mhm, die eigentlich weiß, instinktiv auch weiß, was zu tun ist, wenn ein Kind sich ankündigt und auf den Weg macht. Ja, ja, genau. Ja. Würdest du sagen, dass diese Bilder vielleicht von Generationen vor uns, also meine Mutter, die Mutter meiner Mutter, dass sich das dann halt quasi in gewisser Art und Weise irgendwie überträgt, was die vielleicht für Glaubenssätze und Muster über Geburt hatten oder Erfahrungen ja gemacht, mhm, haben. Also dass das dann generationsmäßig weitergegeben wird. Also wenn zum Beispiel eine Frau einen Notkaiserschnitt hatte, ne, und dass dann das Kind, was später selbst ein Kind bekommt, dass es dann eine gewisse Angst zum Beispiel hat vor einem Kaiserschnitt oder wie auch immer. Mhm. Also ja, also das ist sehr stark zu beobachten, dass wirklich ja, die Angst uns sehr prägt, mhm, und auch dieses Erleben, was wir jetzt gehört haben, eben, mhm, so wie du das jetzt auch geschildert hast, dass das wie so ein latentes Misstrauen eigentlich, mhm, mitschwingt, dass das auch ganz ein normaler, natürlicher Prozess ist, der, ja, ganz natürlich verlaufen kann und dass das schon sehr stark zu beobachten, mhm, ist, dass Frauen dann eben so stark verwoben sind oder verstrickt sind, auch mit diesen Bildern oder Geschichten, die sie gehört, mhm, haben, dass die auch natürlich dann auch wirken in diesem Raum der Geburt, also sehr, ja, sehr stark. Ja. Deshalb ist es eben ja auch eine wichtige Arbeit in der Geburtsvorbereitung, eigentlich die Frauen eher davon wegzubringen, was sie für Vorstellungen haben, mhm, oder für Bilder haben, mhm, oder was sie gehört haben von der Oma oder, ja, von der Uroma oder, ja, von der eigenen Mutter. Ja. Und ja, dann richtig. Ist dann ganz schnell, na, meine Mama hat jetzt auch nicht stillen können zum, ja, Beispiel, oder bei der war das so und so, und dann wird das bei mir, also diese Annahmen, diese, ja, diese Überzeugungen. Genau, genau. Ja, das ist voll schön, dass du das ansprichst, weil das ist auch so ein bisschen der Grund, warum ich halt, ne, diese mentale Geburtsvorbereitung mache, weil darum geht es ja genau, dass man sich ein Stück weit damit auseinandersetzt, mhm, und zu gucken, okay, ist das denn überhaupt wahr? Nur, genau, weil meine Freundin, meine Mutter, wie auch immer, die Erfahrung gemacht hat, heißt es ja nicht, dass ich das, mhm, auch machen muss. Ja. Und insofern ist es eben sehr wichtig, auch ja, sich zu entleeren von Bildern und Vorstellungen und dann vielleicht ganz eine neue Erfahrung, mhm, zu machen. Und, ja, und das ist aber, ja, es ist oft nicht einfach. Mhm, ja. Klar, ja, klar. Ist voll schön, wir stecken schon voll mit drin im Thema. Aber ich wollte dich tatsächlich noch eingangs fragen, warum bist du Hebamme geworden? Und warum hast du dich jetzt auf Hausgeburten fokussiert? Naja, ich muss sagen, dass mir der Beruf auch ein bisschen mehr oder weniger auch in die Wiege gelegt worden ist, weil meine Mutter war auch schon Hebamme, mhm, und die hatte auch, also sie hatte das Hebammendiplom gemacht und hatte dann 20 Jahre nicht als Hebamme gearbeitet, weil sie eben fünf Kinder, uns fünf, mhm, Kinder geboren hat.
Und sie hat dann erst, wie wir dann älter waren, ist sie dann wieder quasi in die Geburtshilfe eingestiegen und ist dann aber auch sehr schnell dann in die Hausgeburtshilfe eingestiegen. Das heißt, also so dieses Thema Hausgeburt mit dem, dass das auch ein natürlicher Prozess ist, bin ich auch sehr stark damit aufgewachsen und war immer sehr interessiert von den über diese Berichte dann von meiner Mutter, die mir da schon auch was anderes gelehrt hat, dass es auch einen anderen Rahmen gibt, zu geboren. Und außerdem habe ich dann meine eigenen drei Kinder auch zu Hause geboren und da hat es für mich auch gar keine, also niemals irgendwie ein Bedenken gegeben, dass da irgendwie was passieren könnte. Ja. Das war irgendwie so eine Selbstverständlichkeit. Totales Vertrauen. Ja. Begegnen dir Frauen, weil das wäre tatsächlich auch die erste Frage, wenn man das hört oder wenn jetzt jemand sagt, oh, ich möchte eine Hausgeburt haben oder wie auch immer, dann kommt ganz häufig von dem Gegenüber, ja, aber das ist doch gefährlich. Du selbst sagst, du hast ja keine Bedenken, aber wenn dir jetzt jemand begegnet, die zu dir kommt, ich überlege, ob ich eine Hausgeburt mache, Mensch, du bist ja Hausgeburtshebamme, aber ich habe irgendwie Sorge, also was ist, wenn da irgendwas passiert? So. Das ist eine gar nicht so leichte Frage zu beantworten, weil weil man auch da genau hinschauen muss, auf was sich das bezieht, wenn was Schlimmes passiert. Also. Und das ist nämlich ganz spannend, glaube ich, weil ich glaube, die meisten, und ich glaube, so ist es auch wie zum Beispiel soziale Medien, das manchmal zeigen, beziehungsweise Filme oder Serien zeigen, auf einmal so schnipp ist irgendwas. Also so aus dem Nichts heraus. Und ich glaube, deswegen kommt ganz häufig diese Unsicherheit, wenn aus dem Nichts heraus was passiert, zum Beispiel, es muss doch medizinisch irgendwie eingegriffen werden oder es muss ein Kaiserschnitt gemacht werden. Was ist denn dann? Das ist einfach die große Kunst, dann sage ich jetzt mal schon, der betreuenden Hebamme in diesem Prozess so eine Aufmerksamkeit und so eine Wachsamkeit zu entwickeln, um wirkliche Voranzeichen zu erkennen und frühzeitig natürlich dann auch in die Handlung zu gehen. Aber letztendlich muss ich auch ganz ehrlich dazu sagen, ein Restrisiko gibt es natürlich auch, wenn ganz akut was zu Hause geschieht. Also das Thema des Todes kann man nicht ausklammern und kann ich nicht einfach sagen, dass das nicht existiert, weil das ist einfach so. Ja. Aber dann möchte ich eben auf der anderen Seite auch gleich dazu erwähnen, dass ja auch im Krankenhaus auch sehr viel passiert, sehr viel Gewaltsames passiert, aber vielleicht jetzt nicht auf das Körperliche, sondern aber dass aber ganz viele seelische Wunden, Einschnitte und Spuren da hinterlassen werden, die und da zeigt sich für mich ein großes Ungleichgewicht, dass einfach die Seele oder das Empfinden, wie der Umgang mit der Frau, mit dem Gebären an sich, dass das eigentlich dann eine niedere Stufe hat als das Körperliche. Ja. Also wenn in der Hausgeburtshilfe was passiert, körperlich, also wenn dem Kind oder der Mutter was geschieht, dann ist es dann gleich ganz schlimm, aber im Krankenhaus passiert halt auf einer anderen Ebene sehr, sehr viel, über das gar nicht gesprochen wird und das sehr, ich sage jetzt mal, gerne unter den Teppich gekehrt wird und auch nicht thematisiert wird. Also für mich oft zu wenig thematisiert wird. Ja. Es ist, glaube ich, gerade so langsam so ein Kommen, aber sehr, sehr langsam. Also dass es jetzt wirklich auch in sozialen Medien sowas gibt wie Gewalt in der Geburtshilfe, Gewalt unter der Geburt. Ne? Also das ist das, was tatsächlich auch heute Frauen auch in Kliniken die Erfahrung halt leider sammeln. Ja. Und da aber einfach auch zu wenig darüber gesprochen wird. Gibt es bei einer Hausgeburt Schmerzmittel? Also bei einer Hausgeburt wird also und darf auch nur mit alternativen Schmerzmitteln gearbeitet, also darf gearbeitet werden. Also wir dürfen jetzt nicht mit morphinhaltigen Schmerzmitteln arbeiten.
Aber so konservative Schmerzmittel dürfen wir schon geben, aber ich beziehe mich da eben hauptsächlich auch auf die Homöopathie und auf die alternativen Möglichkeiten, wie Schmerz auf andere Art und Weise gelindert werden kann. Auch physikalische Maßnahmen wie ein Entspannungsbad oder verschiedene Positionen einnehmen. Und der größte Schmerzlinderer, sage ich jetzt mal, ist eigentlich dieser entspannte Raum, in dem die Gebärende sich zu Hause befindet oder aufhalten kann oder sich wo sie einfach dieser Prozess auch sich entspannter entfalten kann. Und wenn die Entspannung da ist, dann kann auch die Anspannung durch die Wehen auch besser genommen werden. Das heißt also, dieses Zusammenspiel von Entspannung und Anspannung ist zu Hause viel eher gegeben als im Krankenhaus und ist somit schon mal ein ganz großer Schmerznehmer. Ja. Also, ja. Würdest du das auch als, wenn man jetzt nach Vorteilen fragen würde, Vorteile einer Hausgeburt, ist das für dich auch so ein Punkt, diese wohlige Atmosphäre, man kennt den Raum, man kennt den Partner, man kennt die Hebamme, oder was würdest du noch als Vorteil selbst einer Hausgeburt sehen? Also das ist mitunter sicherlich einer der ganz, ganz großen Vorteile, weil die Geburt ja an sich ein sehr verinnerlichter, rezeptiver Prozess ist, das heißt, also eigentlich beides. Das heißt, je mehr die Frau sich nach innen gehen kann und irgendwie auch in die Stille oder in die Ruhe gehen kann oder eben auch in diesen empfänglichen Raum, desto mehr kann auch besser diese Wehenkraft, sage ich jetzt mal, wirken, die ja notwendig ist, damit sich dieses Körpergeflecht von Baby und Frau einfach lösen kann. Das heißt, je weiblicher und empfangender der Raum für die Frau ist, wo sie dich auch wirklich, also manche Frauen, es ist ganz interessant zu beobachten, da komme ich dann zur Hausgeburt und die liegen völlig zurückgezogen in einem völlig stillen, abgedunkelten Raum. Ganz mit sich, ganz in sich hineingesogen fast. Und das ist für mich die beste Voraussetzung, dass dann diese andere Kraft dieser Lösung, dieser Trennung auch wirklich ganz problemlos und ohne Hindernis dann vonstatten gehen kann. So. Und das ist meiner Meinung nach sehr oft im Krankenhaus durch die Getriebenheit, durch das viele Personal, durch die Unruhe, durch den Lärm einfach oft nicht gegeben. So. Ja. Ja. Gibt es Nachteile oder welche Nachteile gibt es bei der Hausgeburt? Naja, also du hast es vorher eben angesprochen, ob es sicher ist oder nicht sicher ist. Es ist der einzige Nachteil ist vielleicht, dass wirklich, wenn ganz akut wirklich was geschieht, dass es einfach eine zeitliche Verzögerung kommen könnte, dass ich jetzt nicht sofort oder so schnell in ein Krankenhaus gehen kann. Ja. Aber wie schon gesagt, und das ist das, was ich auch häufig schon gelesen habe, auch über, wenn Hausgeburtshebammen in einem Blog mal was geschrieben haben, dieses Akute ist ja Tatsache eher selten, weil du hast schon gesagt, es ist eher dieses, ob die Hebamme gut wachsam ist. Und da würde ich jetzt fast jeder Hausgeburtshebamme das netterweise unterstellen, dass sie wachsam ist, dass sie immer mal wieder guckt, wie geht's der Frau, wie geht's dem Kind, ne, und wie ist die Stimmung, wie auch immer. Und dass sie ja dann darauf nach und nach reagiert. Ne? Und wenn es dann halt nicht mehr vorangeht oder wie auch immer, dass man ja dann sagt, okay, jetzt wäre es doch besser, dass wir jetzt doch mal ins Krankenhaus fahren. Mhm. Und, genau. Ja, ich kann jetzt nur sagen, für mich jetzt als Hausgeburtshebamme, dass es auch ein Lernprozess ist, dass sich diese ganz feinen Antennen mehr und mehr entwickeln auch, um gewisse, ich sage jetzt fast eben für das Auge nicht sichtbare Störungsfelder, geistige Störungsfelder, das auch zu erkennen und wahrzunehmen und darauf auch zu hören. Also es entwickelt sich in mir auch gerade ein anderes Hören oder ein anderes Wahrnehmen. Und vielleicht ist jetzt manchmal offensichtlich die Situation eigentlich ganz spontan, aber ich spüre dann vielleicht irgendwie, dass was
im Unreinen ist oder dass irgendwie was nicht stimmig ist. Und das ist wirklich ein Lernprozess, darauf zu vertrauen und auch ganz ehrlich, wachsam darauf zu hören. Ja. So, ja. Kann man auch als Erstgebärende oder nach einem Kaiserschnitt eine Hausgeburt machen, das klingt haben. Also als Erstgebärende ist gar keine Frage. Also, also ich habe auch viele ganz problemlose, kraftvolle erstgebärende Geburten gehabt. Also das ist dem steht nichts im Wege. Und eben wie gesagt, das ist für mich auch, Geburt ist für mich auch immer wie ein unbekannter Raum, dass ich auch nicht weiß, wie sich dieser Geburtsprozess entfalten wird. Und es ist auch für mich immer so ein Schritt für Schritt weitergehen, schauen, wie ist die Stimmung, wie geht der ganze Geburtsprozess an sich voran. Und dann muss man immer wieder neu schauen. Also immer wieder dieses Neuschauen. Ist das alles im Fluss oder gibt es irgendwelche Hindernisse aus dem Weg zu räumen? Was braucht es jetzt gerade? Also immer wieder dieses Neuschauen. Ja. Und insofern. Ja. Ja. Und nach dem Kaiserschnitt? Nach dem Kaiserschnitt ist es auch möglich, also natürlich mit Vorbehalt, also was heißt mit Vorbehalt, aber da sind sicherlich jetzt meine Antennen auch noch höher gestimmt, da auch noch wachsamer zu sein und da auch die Frau natürlich auch im Vorhinein wirklich aufzuklären über die Risiken, die vielleicht in dem Sinn, in dem Fall schon erhöht sind. Und letztendlich ist es schon auch die Verantwortung von dem Paar, sich dann überhaupt für eine Hausgeburt zu entscheiden. Ja. Und ja, ich hatte aber letztes Jahr auch eine ganz tolle Geburtserfahrung mit einer Frau, die dann ihr zweites Kind nach einem Kaiserschnitt und Frühgeburt dann zu Hause im Geburtspool entbunden hat. Und das war ja ein sehr kraftvolles für die Frau, ein sehr heilsames Erleben auch. Also das ist oft, dass so eine zweite Geburt, wenn die erste Geburt vielleicht jetzt nicht so erfreulich verlaufen ist, dass oft die zweite Geburt dann auch vieles heilt nochmal. Genau, also darüber habe ich auch schon viel gelesen. Also auch wenn ich positive Geburtsgeschichten lese und auch dieses Geburt nach, also Hausgeburt nach Kaiserschnitt, da gibt es halt auch ein ganz, ganz tolles Buch. Das heißt Zuhause geboren, ist von einer Hebamme aus Wien. Und sie hat sich so ein bisschen aus Versehen spezialisiert darauf. Das ist einfach so passiert, dass sie häufig Frauen nach Kaiserschnitt hatte und die dann auch zu Hause ein Kind bekommen haben auf ganz natürlichem Wege und dieses Heilsame dann einfach damit irgendwie gut abschließen konnten. Ja, genau. Ja, mir ist es nochmal wichtig, das auch zu sagen, dass sie jetzt dass sie jetzt Hausgeburt, dass ich das jetzt auch nicht zu idealisieren möchte. Also es ist, also ein Ideal ist auch wieder wie auch was Geschlossenes. Also ich glaube, und das ist so wichtig auch, gerade wenn man jetzt zum Beispiel Hausgeburten machen möchte, dass man trotzdem offen ist, dass man in Kontakt ist mit den Krankenhäusern, weil es ist gut, dass es sie gibt und dass wir da irgendwie einen natürlichen Weg finden, wieder zusammenzuarbeiten. Ja. Also nicht dagegen, sondern wenn das Krankenhaus auch seinen Platz einnimmt, das einfach auf jeden Fall, das finde ich voll. Ihm zugesteht, dann ist es gut. Ja. Und für uns Hausgeburtshebammen genauso. Ja. Und da schreibe ich tausendmal, weil das ist genau richtig, ne? Dass man nicht das eine verteufelt oder das andere. Genau. Ne? Und dass auch, wie gesagt, auch ein Kaiserschnitt, wie gut, dass es ihn gibt. Ja. Ne? Also es hat ja schon so viele Leben gerettet. Ne? Also genau. Ja. Ja. Und für manche Frauen ist es vielleicht einfach nicht möglich, zu Hause, aus welchen Gründen auch immer, zu gebären. Und ist es genauso möglich, dann auch im Krankenhaus eine... was heißt selbstbestimmte, aber eine eigene, intuitive Geburt zu erleben. Ja. Aber genau, da sprichst du, es ist super, es sind schöne Übergänge, weil gibt es Voraussetzungen oder also kann,
Gibt es gewisse Punkte, wo du sagst, okay, das spricht jetzt gegen eine Hausgeburt? Wenn jetzt eine Frau zu dir kommt, ich bin schwanger, ich möchte eine Hausgeburt. Wie ist es dann, kann jede Frau zu Hause gebären oder gibt es tatsächlich Einschränkungen, sage ich mal? Naja, es gibt schon körperliche Einschränkungen oder Erkrankungen, also wie zum Beispiel der schwangeren Diabetes, mit der insulinpflichtig auch ist. Also wo wir das auch gar nicht dürfen. Also es gibt ja auch gewisse Richtlinien für Hausgeburtshebammen, also wo wir das einfach nicht dürfen. Oder was ist, wenn die Frau irgendwie Herzerkrankungen hat oder wenn das Kind sich auch nicht irgendwie regelrecht entwickelt hat und wenn man schon weiß, das braucht auch. Also es ist, wir dürfen auch keine Frühgeburten oder so, das wäre sowieso nicht möglich. Also es ist nur möglich, wenn wirklich auch die Schwangerschaft in Anführungszeichen gesund jetzt auch verlaufen ist. Ja. Wenn die Frau auch eine, ich sage jetzt mal, gesunde, also wenn die Frau auch eine gesunde Psyche hat, auch so. Also, und wenn auch dieser ganze soziale Hintergrund auch stimmig ist oder auch die ganz praktisch die häuslichen Voraussetzungen stimmig ist. Also ich schaue mir das immer ganz genau an, ob das wirklich stimmig ist. Ja. Und also ich habe da keinen falschen Ehrgeiz, dass das jetzt unbedingt sein muss. Wenn ich merke, ach, das fühlt sich nicht stimmig an, dann vertraue ich auf mein Gefühl und sage dann vielleicht auch, wenn es im ersten Moment vielleicht stimmig wäre, dass ich dann sage, nein, das fühlt sich nicht gut an für mich dann. Wie ist es bei einer Beckenendlage zum Beispiel? Ja, Beckenendlagen, das ist, das dürfen wir nicht zu Hause, dürfen wir nicht machen. Und es gibt ja leider Gottes auch nur mehr wenige Krankenhäuser, die Beckenendlagen spontan entbinden. Also das ist sehr schade. Weil früher war das irgendwie auch noch eine Kunst. Das haben auch viele Frauen die Beckenendlagen spontan entbunden. Vielleicht ein kleiner dazu ganz kurz. Ich hatte damals in meiner Ausbildung zur Hebamme eine Hausarbeit über Beckenendlage, Spontangeburt, Beckenendlage. Ja. Und hatte mein Krankenhaus damals, wo ich halt eingesetzt war, mir die ganzen Aufzeichnungen von damals, von 1989, ist übrigens dann auch mein Geburtsjahr. Das fand ich natürlich auch spannend, in meine Unterlagen mal zu gucken. Ich wurde nämlich in diesem Krankenhaus auch geboren, per Notkaiserschnitt Tatsache. Und genau, wie es damals war, in diesem Jahr und dann so 20 Jahre später oder 20 Jahre später waren es damals. Und ich habe leider die Zahl nicht mehr im Kopf, aber also ich glaube damals, 1989, wurden das über 90% spontan, Beckenendlage. Und dann waren es bloß noch irgendwie, auf jeden Fall im einstelligen Bereich, so maximal 9%, die aus Versehen dann aber auch eher, weil es schon so weit war, weil der Muttermund schon fast 10 cm war und kein Kaiserschnitt mehr gemacht werden konnte. Nur dadurch sind die Kinder in Beckenendlage dann geboren. Und das ist halt tatsächlich sehr schade, weil es ist ja möglich. Es ist schon ein gewisses Risiko mehr, spontane Beckenendlagen zu entbinden. Also Beckenendlagen spontan zu entbinden. Aber ich finde es auch sehr, sehr traurig, dass das irgendwie so verloren gegangen ist. Ja. Und auf jeden Fall. Kann mich auch noch erinnern, in meiner Ausbildung 92, 94, da haben wir das alles als Hebammenschülerinnen noch sehr oft miterlebt, eine Beckenendlagen. Die Entwicklung haben immer die Ärzte gemacht. So. Sollte ich mich auf eine Hausgeburt anders vorbereiten als auf eine Klinikgeburt? Und wenn ja, wie sollte ich mich vorbereiten auf eine Hausgeburt? Also ich finde, ich würde da jetzt gar nicht irgendwie einen Unterschied machen, sondern es geht darum, herauszufinden, was mir wichtig ist oder wie ich mein Kind gebären möchte. Unabhängig jetzt davon, ob ich jetzt im Krankenhaus oder zu Hause entbinden möchte. Also eben wie gesagt, haben wir vorher schon besprochen, für manche Frauen ist das ja auch eben vielleicht nicht möglich, zu Hause zu entbinden.
Ich würde da jetzt irgendwie gar nicht so irgendwie eine Trennung machen dazwischen. Ja. So. Die musst du auch gar also, nicht. Aber wie gut, und du sagst ja schon, ganz allgemein gehalten, wäre es einfach schon wichtig herauszufinden, wie möchte ich mein Kind bekommen, wo möchte ich es bekommen, genau, was ist mir wichtig unter einer Geburt. Genau. Ne, genau, dass man sich darüber Gedanken macht und ja. Und wenn die Entscheidung ganz klar ist, dass ich mein Kind im Krankenhaus entbinden möchte, dann ist das auch eine Entscheidung. Genau. Und dann kann ich mich dafür genauso innerlich dafür darauf vorbereiten, in Kontakt gehen mit meinem Kind und dann, also das ist genauso eine Entscheidung und zu respektieren und aber eben wie gesagt, es ist wichtig, eher wirklich im Vorfeld tiefer in das Interesse reinzugehen, was ist mir wichtig und was bedeutet der Prozess an sich und was kann ich darüber auch über mich selbst lernen und eben was bedeutet es überhaupt, ein Kind zu bekommen. Also das ist ja ein riesengroßes Thema, wo auch dann die Elternschaft ja dann auch danach, dann erst danach, nach der Geburt dann ja auch erst sich offen darlegt, wie das Ganze dann sich gestalten wird. Ja. Woher kommt der Wunsch bei deinen Frauen, dass sie zu Hause gebären möchten? Naja, es ist schon, also hauptsächlich dann oft, also meistens wirklich dieser Grund, dass sie gerne in einer intimen und privaten, vertrauten Atmosphäre sein möchten. So. Und das ist eigentlich auch jetzt so gerade auch jetzt in den Corona-Zeiten noch mehr der Fokus, dass es mehr darauf zurückführt, wieder auch mutiger, mehr in dieses Vertrauen eigentlich reinzugehen und auch, dass der Partner einfach mehr mit eingebunden werden kann zu Hause. Ja. Und, ja. Vor allem aktuell. Vor allem auch aktuell, ja, genau. Also Corona, weil es ist ja durch viele Männer Tatsache, genau. Wenn dann erst sehr spät. Genau, genau. Mhm. Ja. Und ja, das ist einfach meistens der Hauptgrund. Ja. So, dass sie auch das Gefühl haben, sie können, ich meine, Geburt ist ja auch ein großer Akt, ein tiefer Akt des Öffnens, wirklich auch in Anführungszeichen sich positiv gehen zu lassen, sich zu getrauen, wirklich alles auch von sich zu zeigen. Und je offener da dieser Raum dafür da ist, desto wunderbarer ist das einfach, weil je mehr die Frau sich auch traut, da hineinzugehen in dieses sich entblößen und auch nackt zu zeigen, im wahrsten Sinn des Wortes, innerlich wie äußerlich, desto natürlicher kann das alles seinen Lauf nehmen. Hattest du ein Hausgeburt, wo Geschwister schon dabei waren? Also ich hatte jetzt nicht direkt eine Geburt, wo die Geschwister, Kinder direkt bei der Geburt dabei waren, aber im Nebenraum und mit der Oma. Okay. Und das waren ganz berührende Momente dann danach, wenn dann wirklich das Kind geboren war, dass dann so wirklich die ersten Augenblicke danach dann auch die Kinder zu dem neuen zu dem neuen Familienmitglied dann dazu gekommen sind. Ja. Das auch sehr gut in Erinnerung, auch bei meinen eigenen Kindern, so auch gerade bei meinem letzten Kind, also bei meinem Sohn, bei meinem Kleinsten, war das dann auch so, dass dann die anderen zwei dann nach der Geburt gleich dazugekommen sind. Ja, spannend. Ja, toll. Mhm. Warum, also mal schauen, ich weiß nicht, ob du sie wirklich beantworten kannst, die Frage, weil ich weiß nicht, ob du damit Berührung hast, warum haben so viele Frauen bei einer Hausgeburt einen Geburtspool? Also ich weiß nicht, ob die Frauen, die du begleitest, häufig einen Geburtspool haben. Mhm. Warum? Weil die herkömmliche normale Badewanne oft zu klein ist, um darin das Kind zu gebären. Und tatsächlich kann ich das, also ich habe in Österreich in diesem kleinen Privatkrankenhaus sehr viele Wassergeburten betreut und kann nur sagen, dass ja das Wasser, die Wärme eben auch sehr viel Entspannung bringt. Das heißt auch ein großer Schmerzlinderer ist. Und deswegen beschaffen sich jetzt viele Frauen einen Geburtspool, um da auch vielleicht während des Geburtsprozesses da reinzugehen und zu entspannen. Ja, genau. Es entspannt auch das Gewebe, also es macht auch das Gewebe weicher.
Und ja, und manche entbinden auch in der Geburtspool. Ja. Genau, also der Gedanke ist eigentlich dahinter bei den Frauen, ich würde gerne eine Wassergeburt haben. Mhm. So, genau, das ist genau. So denn der ausschlaggebende Punkt. Ja. Genau. Ja, eine schöne Frage, wie ich finde. Wie definierst du Sicherheit unter der Geburt? Oder gibt es überhaupt eine sichere Geburt? Nein, es gibt keine sichere Geburt. Also es kommt darauf an, eben da sind wir jetzt wieder bei den Vorstellungen. Mhm. Was heißt es sicher? Was stelle ich mir darunter vor? Was soll das heißen? Und, Geburt ist eigentlich ein Prozess, der völlig unsicher ist und völlig unerwartet und nicht wissend ist, weil ich eben nicht weiß, was im nächsten Augenblick sein wird oder wie sich das Ganze entwickeln oder entfalten wird. Ja. Und also es kommt immer darauf an, was ich für einen Bezugspunkt jetzt zur Sicherheit herstelle. Es gibt gewisse Parameter, die ich jetzt also von meinem Handwerkszeug quasi sicher feststellen kann, dass das Kind jetzt sicher in Schädellage zum Beispiel liegt, wie die Herztöne vom Kind sind, wie der Kreislauf der Mutter ist, also solche äußeren Faktoren, die man messen kann, genau. Aber letztendlich ist das Leben an sich keine sichere Sache. Also es ist so, also wir glauben immer nur so, dass wir etwas im Griff haben, aber Und man weiß es nie und eben gerade, ja, also gerade einfach der Tod an sich ist in jedem Geburtsgeschehen auch mit dabei. Ja. Der ist einfach im Raum schon allein deshalb, weil ja auch der Prozess der Geburt ja auch ein, in Anführungszeichen, Todesprozess ist, weil etwas zu Ende geht. Also Tod heißt ja jetzt nicht, bezieht sich ja nicht auf den Körper, aber es ist die erste große Trennung und die erste Loslösung von Mutter und Kind auf der körperlichen Ebene. Und so ein Todesprozess ist nicht sicher oder also das kann ich nicht irgendwie festhalten. Also Sicherheit heißt ja eigentlich, dass ich glaube, etwas festhalten zu können oder kontrollieren zu können. Und insofern gibt es das auch im Krankenhaus nicht. Die Menschen glauben es immer nur, aber es ist nicht so der Fall letztendlich. Ja, spannend. Und wahrscheinlich muss man da auch wieder herausfinden, okay, was bedeutet für mich sich oder was gibt mir ein sicheres Gefühl, vielleicht, dass man vielleicht danach geht. Also ich habe ja zum Beispiel auch letztens gelesen, dass dann die eine Frau dann meinte, für mich bedeutet Sicherheit, dass ich eine 1:1 Betreuung durch eine Hebamme habe zum Beispiel. Und da muss man halt leider davon ausgehen, dass es im Krankenhaus leider aktuell nicht gewährleistet werden kann. Es wäre schön, wäre für alle Hebammen schön, das ich glaube, wünschen sich alle Hebammen, die im Krankenhaus arbeiten. Aber wenn man sagt, okay, ich möchte das, 1:1 Begleitung haben, dass man sich dann umguckt, okay, entweder eine Hausgeburt oder eine Beleghebamme, die mich individuell begleitet unter der Geburt im Krankenhaus. Aber genau, das definiert jeder anders. Ja, und letztendlich ist eigentlich die Sicherheit eben eher woanders zu finden, als wir sie immer versuchen oder wo wir immer glauben, sie zu finden, zu suchen. Also so, wo wir sie suchen. Also ich glaube, diese Sicherheit ist eher wieder die Umkehrung zu sich selbst oder dass die Frau wieder mehr das Gespür kriegt, dass es auch eine andere Kraft in ihr gibt, der sie vertrauen kann. Es gibt es ja wohl, aber das ist eine andere Form der Sicherheit, die eben vielleicht auch unsicher ist. Also die einzige Sicherheit ist eigentlich die Unsicherheit zu vertrauen, dass sie dieser Prozess so entfalten wird, wie es für mich gut sein wird. Gut sein in Anführungszeichen. Also egal wie dann, also ja, dass das einfach, dass man aus dem, was sich dann da auch wieder was zeigt, etwas mir, was von mir gezeigt wird und ich ja daraus dann wieder was lernen kann. Ja. Und insofern kann man auch nie sagen,
dass so wie die erste Geburt jetzt war, die zweite Geburt wieder so sein wird. Also es ist ja auch immer eine Entwicklung. Ja. Und das ist das Allerwichtigste, dass wir lernen und dass wir aus allem Erlebten weitergehen und uns entfalten. Ja. Aus deiner Sicht als Hebamme, was ist so für dich das Besondere an einer Hausgeburt? Das Besondere für mich in der Hausgeburtshilfe ist das, dass ich die Erfahrung mache, dass es mehr wert ist, weniger zu tun, als im Krankenhaus habe ich das halt so erlebt, dass es immer daraus ausgerichtet ist, dass wir in diesem ganzen Prozess so viel tun, also so viel eingreifen. Und meine Erfahrung ist jetzt in der Hausgeburtshilfe, dass ich mehr wahrnehme, je weniger ich tue. Also das ist so dieses, Invasive, eher diesen Prozess behindert und das ja für uns Menschen das Allerschwierigste ist, mal eben stillzuhalten und nicht einzugreifen und eben da auch zu vertrauen. Also eben wie gesagt, ich kann nur sagen, das ist auch für mich gerade auch ein Lernprozess, wo ich auch mich selbst immer wieder beobachte, wo ich auch in gewissen Situationen auch immer wieder noch zu viel tue. Also die Kunst des Nicht-Tuns ist schwieriger, als wir glauben. Und ist zum Beispiel auch zu beobachten beim Partner. Das ist auch ganz schwierig oft für den Mann bei dem Geburtsgeschehen, dass der Mann in diesem Prozess nicht wirklich viel tun kann, außer eben da zu sein. Ja. Voll schön. Also mich erinnert das Tatsache auch gerade wenn man Kinder begleitet, beim Großwerden begleitet, vor allem wenn sie noch sehr klein sind, dass man da auch häufig das Verlangen hat, einzugreifen, zu lenken, zu helfen. Also ich merke das jetzt auch im Kita-Alltag, auch als Erzieher, als Pädagoge, ist man da wirklich so, nimm dich zurück. So kannst du viel mehr sehen. Also auch da diese abwartende Haltung, sowohl von Eltern als auch von Erziehern und Fachpersonal, einfach das Kind zu beobachten und dieses Nichtstun und dann seine Gedanken mal wirklich sagen so, stopp, nur weil du jetzt hier sitzt und beobachtest, heißt es nicht, dass du nichts tust. Also es ist manchmal dann wirklich diese Angst, oh Gott, was denken jetzt die anderen? Ne, oder auch als Elternteil, na, ich muss doch jetzt aber was machen, aus meinem Kind muss doch was werden. Dabei ist ja schon alles im Kind drin, ne? Wir dürfen es einfach nur begleiten. Ja. Ist jetzt einfach nochmal ein anderes Thema, aber so ne, vielleicht nochmal als Vergleich. Schon unter der Geburt ist es so, dass man als Hebamme ne, vertraut und beobachtet und schaut. Und dann, auch wenn man später Eltern wird, ist es ähnlich. Einfach eine abwartende Haltung und Vertrauen und Zeit, Geduld zuzugeben. Ja, und da kommt mir eben auch dieser meditative Weg, der ja auch so wirklich auch mein Herzensweg ist, sage ich. Ja, wo ich merke, dass ich erst durch diese stille, meditative, also zurücknehmende Haltung von meinem Ego oder von meinem Geist, dass erst dann daraus vielleicht andere Impulse kommen, was vielleicht jetzt wirklich gut zu tun wäre oder so. Aber es braucht immer zuerst eben, so wie du sagst, diesen Schritt zurück, sich ganz zurücknehmen, damit dann auch was anderes vielleicht plötzlich kommt. Ah ja, genau, das wäre jetzt, also es ist Geburt, also ich merke einfach zu Hause, Hausgeburt, öffnet so einen neuen kreativen Raum in mir, so einen spontanen Raum, der manchmal eben in Handlung geht und dann aber auch wieder gar nichts tut und einfach nur das macht oder was halt gerade gebraucht wird. Genau, quasi jetzt letzten zwei Fragen. Wenn du eine Botschaft an eine Schwangere hast, was wäre das für eine? Also welche Botschaft hast du an Schwangere, die bald ein Kind bekommen? Oder für die Geburt?
dass es wichtig ist, auch in der Schwangerschaft sich die Zeit und den Raum zu nehmen, ganz nahe in Kontakt zu kommen, auch mit diesem ungeborenen Wesen, sich darauf irgendwie auch einzustimmen und dann diesen Prozess des Loslösens oder des Loslassens geschehen zu lassen. So. Und dass immer, dass das eine das andere bedingt. Das heißt, erst auch wenn dieser Kontakt zu diesem Ungeborenen oder zum Kind, was ja auch ein Teil meiner Selbst ja auch ist, wenn ich da ganz nahe in Kontakt bin, dann ist auch die Loslösung eigentlich leichter. Und die Loslösung unter der Geburt, meinst du? Die Loslösung unter der Geburt und überhaupt dann einfach die Loslösung von den Kindern an sich, was ja auch ein langer, also was ja auch, die Kinder kommen durch uns, aber sind letztendlich ja nicht von uns, also sie gehören uns ja nicht. Und trotzdem empfangen wir sie und müssen sie aber dann auch wieder loslassen und ihre eigenen Wege gehen lassen. Und zuerst braucht es aber ganz stark dieses wirklich zu sich nehmen und dieses Geborgene, auch diese Form des Urvertrauens, damit eigentlich dann auch diese Loslösung eigentlich geschehen kann. Und und allen Schwangeren kann ich nur sagen, dass es einfach, dass auch der Prozess der Geburt ein sehr kraftvoller Akt ist, wo man auch sehr viel über sich selbst sehen kann und auch lernen kann. Und wünsche jeder Frau oder jedem Paar, auch den Vätern, da viel Vertrauen, einer anderen Kraft auch zu vertrauen und mehr wieder in diesen Weg der Verinnerlichung zu gehen und dieses Vertrauen eben wieder bei sich zu finden und nicht nur der Medizin oder der Technik im Außen zu vertrauen, weil es hat was Kaltes, was auch was Form der Leblosigkeit, sage ich jetzt, also diese technische Welt. Also es kann beides gemeinsam zusammengehen, aber wichtiger ist eher wieder diese Rückanbindung zu dieser Urkraft, die auch durch jede Frau auch fließt. Ja. Das Spannende ist ja gerade, kam mir jetzt gerade der Gedanke, wenn man sich ja nur auf das Außen verlässt, dann gibt man ja auch da eigentlich komplett die Kontrolle ab. Und gibt es ja dem Gegenüber, ne, der Technik zum Beispiel, dem Arzt und so. Ne, und das ist ja das, wovor ja eigentlich paradoxerweise ja viele Angst haben. Ne, zum Beispiel auch von der Geburt, das ist weil man es ja nicht kontrollieren kann. Und gebe ich lieber die Verantwortung ab oder so. Ist natürlich auch spannend. Und da wirklich zu gucken, okay, aber ich gebäre ja. Ne? Und dass man da, okay, ist es wichtig, dass ich mir vertraue, dass ich in meine Intuition finde, damit ich weiß, was ich jetzt brauche unter der Geburt. Halt richtig, auch, ja. Genau, weil dadurch bin ich ja völlig entkoppelt von mir selbst, wenn ich wirklich nur die Aufmerksamkeit nach außen gebe und der Technik vertraue, kann ich ja gar nicht mehr wirklich spüren, was brauche ich jetzt eigentlich wirklich? Also so. Und dazu kann ich nur jede Frau wirklich ermutigen, sich diesen Raum und dieser Zeit auch schon in der Schwangerschaft wirklich zu geben, wirklich rauszuspielen, ja, wie geht's mir, was brauche ich, wie fühle ich mich heute? Also wir haben so verlernt, wirklich zu fühlen, so die Bedürfnisse überhaupt wahrzunehmen. Ja. So. Weil immer ja alles nur die anderen wissen, es ist so, wie du sagst, wir geben die Verantwortung eigentlich ab nach außen und dann, ja. Wo arbeitest du und wie findet man dich? Ich arbeite, also ich habe jetzt kein Geburtshaus, wo ich direkt angebunden bin. Also ich arbeite ganz in der freien Praxis und man findet mich über das Internet, über meine Website und dann einfach telefonisch in Kontakt gehen oder mir ein E-Mail schreiben. Genau. Ja. Aber du, wie gesagt, du machst ja Hausgeburten in welchen Raum? Also wenn vielleicht ein paar Städte hier? Ja, also eben mein Ort, mein Ausgangsort ist eben Beidendorf-Saunsdorf da
und mache aber jetzt auch sehr weiträumig eben Hausgeburten Richtung Rostock jetzt auch, Lübeck auch sehr stark und Wismar und Schwerin. Ja. Und eben jetzt zeigt es sich auch oft, dass ich Hausgeburten mache und dann die Nachsorge aber dann eine andere Hebamme macht, weil das einfach dann vom Weg her zu weit wäre zu fahren. Und mache aber dann auf alle Fälle auch Vorsorgeuntersuchungen, falls sie wirklich die Frau zur Hausgeburt betreuen sollte, liegt mir das immer sehr am Herzen, dass ich vorher schon einen näheren Kontakt zu diesem Paar im Aufbau oder eben auch Geburtsvorbereitungskurse anbiete, auch auf Gut Sahnsdorf oder eben auch Rückbildungskurse in Lübeck. Ja, ja. Okay, super. Ja. Das packe ich hier auch dann alles in die Infos unter dem Video. Findet man das dann alles, auch deine Webseite nochmal. Ja, sehr schön. Ja. Maria, das war so schön. Ich bin ganz beseelt. Ja. Genau, ja. Also richtig schön. Ich danke dir ganz doll, dass du dich für das Interview zur Verfügung gestellt hast. Ja, ich bedanke mich auch sehr herzlich. Es war jetzt mein erstes Interview in dieser Form und spüre, dass es jetzt immer leichter geworden ist und dass es gut ist, auch darüber zu sprechen, dass es einfach verschiedene Möglichkeiten gibt und dass wir aber wegkommen auch von Urteilen oder Verurteilungen. Und das liegt mir sehr am Herzen, dass es wieder ein Zusammenarbeiten gibt. Schön. Ja. Gut. Super, ich wünsche dir alles Gute. Danke. Ja, genau, Namaste. Namaste.